Heute gehe ich Steinpilze sammeln. Timo und ich waren gestern Abend einmal unterwegs gewesen. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit einen ganzen Haufen Steinpilze schon gefunden. Und jetzt, heute Morgen, gehe ich nochmal los, um noch ein paar zu sammeln. Das wollen wir heute zum Mittag machen. Timo ist heute nicht dabei. Den war das zu früh gewesen. Das ist kein Steinpilz. Hier auf diesem Weg wachsen immer sehr viele Perlpilze. So, das ist ein Perlpilz. Kennt daran, dass eine Manschette, die sollte gerieft sein, sieht man leider nicht jetzt, die Riefung, und hatten das rötlichen Stiel. Wenn man die Hut abzieht, sieht er auch etwas rötlich darunter aus. Meist sind in der Stielbasis ein paar Mahngänge. Da sieht man eindeutig die Rötung. Und deswegen kann es sich nur um einen Perlpilz und nicht um den giftigen Pantherpilz handeln. Jo, hier kann man ganz eindeutig die Rötung erkennen. Da sind viele Mahngänge und da ist er schon gut. Auf die Rötung ist wichtig zu achten, sonst läuft man Gefahr, einen Pantherpilz zu sammeln. Und es wäre nicht gut, den zu verspeisen. Endlich haben wir hier den ersten Steinpilz. So kann er auch wachsen. Ist ja über eine Grasnarbe gewachsen. Eine Seite hat er es nicht richtig groß geschafft. So wird er sich dann so entfalten. Schnell, ich hole den mal raus. Ah, jetzt fühlt sich schon ein bisschen weich an. Kann sein, dass er ein bisschen malig ist. Lustig aus. Sehr matig. Nicht mehr so schön. Aber hier ist noch einer. Der ist auch schon fest. Der Steinpilz am besten nicht abschneiden, weil unterhalb im Boden befindet sich noch sehr viel Material. Das würde man ja alles wegschmeißen. Der sieht sehr gut aus, noch schön fest. Die Röhren sind noch nicht gelb. Die haben noch so eine beige Farbe. Dann ist der noch ganz, ganz jung. Der Stiel hat so eine Netzzeichnung. Kann man auf der Kamera wohl schlecht. Ja, man sieht das Netz ein bisschen. Steinpilz, noch eine Marone hier hatte ich gefunden. Da ist die Marone. Da, wo das
wenn man doch verletzt ist, sieht man diese blau-grüne Färbung. Oh, wir haben sehr viele mit. Sehr viele. Ja. Ja, habe ich jetzt aber ein kräftiges Exemplar gefunden. So groß wie meine Hand. Und ein bisschen Schneckenfraß. Sieht recht gut aus. Nur wenig Magengänge am Stiel. So. Wenn die Röhren gelb geworden sind, dann bei der Zubereitung am besten wegschneiden. Die werden sonst ein bisschen matschig und sehen auch immer appetitlich aus, wenn man die anbrät. Also die gelben Röhren wegschneiden. So, wenn man so ein schön hat wie diesen hier, dann brauchen die Röhren nicht weggeschnitten werden. Ach, schon wieder eine Mücke. Aua. So. Wo einer ist, können auch mehrere sein. So. Verstecken die sich. Unter einer jungen Fichte und da ist der Pilz, der Steinpilz. Kann davon ausgehen, aber also dass es auch ein Mykorrhiza-Partner zur Fichte ist, vielleicht auch zu dieser Eiche, die hier noch steht. Ein Pilz geht ja meist eine Mykorrhiza-Partnerschaft zu mehreren Bäumen ein. So wie ein Baum auch mehrere Mykorrhiza-Partnerschaften zu mehreren verschiedenen Mykorrhiza-Pilzen eingeht. Hier, was habe ich hier? Daneben ist doch mal eine schöne Marone. Das ist ein enormer Perlpilz mit Schnecke drauf. Ich frisst doch noch. Mal das. Ich mache mal die Hand da. Halte. Jetzt sogar noch das Vilum Partialis noch geschlossen. Das was später die Manschette spielt. Das ist ja nochmal ein schöner Perlpilz. Ganz jung, aber ziemlich groß. Oh, habe ich den Hut abgerissen. Gut. Oh. Hier sieht man auch wieder eine Rötung hier drin. Auch schon eine Schnecke gefressen.